Diese Euphorie, diese konzentrierte Anspannung, die Freude mit und füreinander. Sportakrobatik zieht dich einfach in den Bann von Minute 1 an und hoffentlich heute auch bei uns hier im Sport im Osten Livestream. Hallo und herzlich willkommen zu Fans im Osten aus Taucher. Es ist der krönende Abschluss der deutschen Bestenermittlung Wettkampfklasse und wir sind sehr, sehr, sehr gern der Einladung vom Akrobatik-Club Taucher gefolgt und auch von Julia Teuscher, die heute an meiner Seite ist. Ich bin sehr, sehr froh darüber, weil du bist natürlich die Expertise des Tages für mich. Du bringst natürlich eigene Erfahrung aus der Sportakrobatik mit. Von 2000 bis 2009 hast du Erfolge und Titel bei Landesmeisterschaften geholt und auch Teilnahme bei deutschen Meisterschaften nachzuweisen und bist noch seit 2005 lizenzierte Trainerin der C-Klasse und seit 2022 auch der DOSB-Trainerin B-Leistungssport. Genau. Insofern freue ich mich sehr, dass du an meiner Seite bist und wir legen gleich los mit dem Wettkampf und zwar mit Charlene Schmidt und Jeremy Fritsche und die können was. Genau, also das sind ein Mixpaar aus Kostitz. Die haben auch im vergangenen Jahr schon bei der Deutschen Bestenermittlung teilgenommen und auch schon in den Vorjahren. Also die beiden sind schon seit einigen Jahren ein Paar auf der Matte, konnten letztes Jahr auch schon zum Beispiel den Vizemeistertitel holen und wollen natürlich jetzt heute an die Leistung vom Vorjahr mindestens anknüpfen, vielleicht auch sogar noch ein bisschen besser. Genau. Haben ja gestern auch schon einen super Auftritt hingelegt mit der sächsischen Mannschaft, deutscher genau. Meister geworden. Ja, genau, wir sind der Mannschaftsmeister geworden. Gestern in der Wettkampfklasse 1-1, das sind die Jüngsten von uns, und in der 1-2. Und das Duo ist quasi gestern in der Mannschaft gewesen und konnte Gold nach Sachsen holen. Jeremy Fritsche ist zum Beispiel seit 10 Jahren dabei und seit 6 Jahren als Mixpaar mit Charlene. Was macht solche Mixpaare aus? Also der große Vorteil an den Mixpaaren ist natürlich, dass männliche Sportler schon eine andere Kraft mitbringen, muss man schon sagen. Vor allem Jeremy geht auch gerne ins Fitnessstudio, also Kraftsport ist auch eins seiner Leidenschaften. Das heißt, da kann man natürlich, ich sag mal, bessere Höhen erreichen bei den Tempoelementen, wenn geworfen wird. Man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Stabilität teilweise in den Elementen selbst. Genau, und ansonsten ist natürlich gerade männliche Sportler auf der Matte, ist immer schön, wenn wir die begrüßen dürfen, weil die natürlich auch noch ein bisschen eine andere Art zu turnen haben, ne? Oder zu tanzen. Sportakrobatik bringt natürlich ganz viel Liebe zum Detail mit sich, muss man sagen. Da steckt ganz, ganz viel Zeit und Arbeit drin in den Küren, die da ausgearbeitet werden, die auch einem ganz klaren Plan und ganz klaren Muster folgen. Also zufällig ist hier gar nichts. Genau, also das ist im Grunde alles einstudiert. Die Kunst daran ist natürlich, dass es so natürlich und authentisch wie möglich wirkt. Dem einen fällt das ein bisschen leichter, der andere hat da ein bisschen Schwierigkeiten, aber darauf trainieren wir natürlich im Training. Und ansonsten ist wirklich jede Armbewegung, jede Fußbewegung ist da wirklich einstudiert und soll natürlich zur Musik passen. Und genau, also ich höre auch die Bestätigung des Publikums in diesem Augenblick schon. Es ist ja auch eine besondere Stimmung, finde ich, in der Halle, ne? Weil wirklich auch diese Sportakrobatik so gemeinsam gelebt wird als Gemeinschaft und ich das wunderbar empfinde, wie man sich hier halt eben auch miteinander und füreinander freut. Genau, also das muss man auch sagen. Also vor allem auch, ich sag mal, vereinsübergreifend ist das ganz wirklich natürlich in der Sportakrobatik, dass wir uns unterstützen. Man muss auch sagen, wir haben die deutsche Bestenermittlung ausgerichtet dieses Jahr und haben auch da Unterstützung von den Crossdancern erhalten, was den Mattentransport. Man muss dazu sagen, das ist alles quasi aufgebaut extra für die Meisterschaft. Also der Boden muss gefahren werden mit einem LKW. Das sind Schwierigkeiten, vor denen wir da stehen. Und genau, da ist Hand in Hand Arbeit erforderlich. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein Damenpaar. Wir wechseln ja sozusagen immer zwischen den Disziplinen nacheinander ab. Hier ist ein Handstand zu sehen. Das sind die Josephine Fusan und Lenina Jaraschko auf der Matte vom Kieler TV. Genau, die beiden sind gestern mit dem Platz 5 aus der Qualifikation ins Finale heute eingetreten. Und
Man muss dazu sagen, die Leistung wird bei Null neu bewertet. Also das heißt, was am Vortag gezeigt wird, ist quasi heute eigentlich nichts mehr wert, muss man leider sagen. Aber jeder hat die Chance, von Null seine Leistung zu zeigen und um die Medaillen mitzukämpfen. Hier zum Beispiel eine ganz andere Musik, muss man auch sagen, also sehr emotional. Mhm. Also bei Jeremy und Charlene war das doch sehr unterhaltsam auf Show. Also das werden wir auch im Laufe der Meisterschaft jetzt merken. Die Auswahl ist da sehr unterschiedlich. Wie trifft man diese Auswahl? Genau, also das ist eigentlich sehr individuell. Zum einen auch das, was die Sportler vielleicht verkörpern können. Also ich muss ja artistisch das wiedergeben, was die Musik sagt. Das heißt, man guckt natürlich schon, welcher Sportler kann was am besten umsetzen, eher lächeln, unterhalten oder doch eher emotional mitreißen. Die beiden machen das sehr gut, muss man sagen. Also im Gesicht sieht man genau, das schon. Auch genau, der Gesichtsausdruck, genau. Der sitzt perfekt also in diesem Augenblick. Das genau. Muss man schon wirklich sagen. Die Kunst ist natürlich, das irgendwie wirklich 2 Minuten 30 durchzuhalten und mit der Konzentration, mit den Elementen trotzdem rüberzubringen. Ne? Mhm. Also bewertet wird ja die ganze Zeit. Hier haben wir jetzt ein Salto von den Schultern gesehen, gehockt, rückwärts. Aber man muss sagen, die sind wirklich sehr... Also das ist wirklich ein schönes Zusammenspiel von den beiden. Die ziehen das gut durch mit dem Gesichtsausdruck. Ich glaube, die sind sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Das wirkt auf jeden Fall so. Und du hattest ja gerade schon die Saitos angesprochen. Die sind ja Elemente einer Flugphase, die zu den Merkmalen der Dynamikübung gehören. Genau. Was für verschiedene Übungen habt ihr denn vorzuweisen in der Sportakrobatik? Also das hängt ein bisschen tatsächlich von der Leistungsklasse ab. Die Leistungsklasse, die wir hier sehen, die turnt eine kombinierte Übung. Das heißt, wir kombinieren Balance-Elemente mit Dynamikelementen. Es gibt in höheren oder ich sag mal im Leistungssportbereich unterteilt sich das tatsächlich. Das heißt, ich habe eine Balanceübung, da zeige ich nur Balanceelemente, also gehaltene, statische Elemente. In einer Tempoübung oder Dynamikübung würde man quasi nur dynamische, geworfene Elemente, Schrauben, Drehungen, Saltos kombinieren. Und in der kombinierten Übung, wie gesagt, das ist sehr schön zu sehen. Wir kombinieren jetzt quasi beide. Man hat sich 6 Pflichtelemente, die man turnen muss. Die sind quasi laut Regelwerk vorgeschrieben. Und ich kann maximal 8 Elemente zeigen. Bei der Balanceübung kommt es natürlich auf Kraft, Flexibilität, ja. Beweglichkeit ja. an. Genau, also gerade was die Spannung betrifft, der unten drunter hält, muss natürlich sehr, sehr schöne Mittelkörperspannung halten. Der Oberpartner obendrauf, genau das Gleiche im Grunde. Also gerade Mittelkörperspannung, wenn es um Rückenstabilität, Armkraft, Beinkraft, aber genauso natürlich Beweglichkeit. Also Spagat ist schon eine Grundvoraussetzung, muss man sagen. Sonst kann man viele Elemente auch gar nicht technisch gut ausführen. Auf der Matte ist das Mixpaar vom Kieler TV, Telja Renhoff und Tim Lasse Stüps. Hier muss man zum Beispiel sagen, eher klassische Ausrichtung der Musik. Also wie gesagt, die Bandbreite ist da sehr groß. Mittlerweile dürfen wir auch zu Musik mit Gesang turnen. Das war noch nicht immer so. Deswegen ist mittlerweile die Auswahl an Musiken, die man da treffen kann, ist natürlich deutlich endlos, größer. Endlos, ja. Aber du hattest ja in den Vorberichten, die ja unter der Woche schon mal in der Aktuell und Sport im Osten auch im Fernsehen gelaufen sind, ja auch erklärt, dass natürlich auch bei der Musik verschiedene Ansprüche gelten, genau. Wenn die denn mit Text sind, dass ja. sie eben nicht rassistisch, nicht ja. sexistisch sind, nicht genau. diskriminierend und dass ihr das natürlich alles immer gegenchecken müsst. Genau. Es wird tatsächlich auch verboten dann, also wenn die Musik gegen gewisse Regeln verstößt. Deswegen, da muss man schon sehr drauf achten, gerade wenn man vielleicht keinen deutsch- oder englischsprachigen Text auswählt, dass da alle Regeln befolgt werden. Was macht dieser Größenunterschied zwischen den beiden jetzt aus? Der fällt ja doch auf, dass der da ist, dass eben Tim Lasse deutlich größer ist als Telja. Genau, also man bewertet das tatsächlich in der Artistiknote mit, wenn der Größenunterschied zu groß ist, weil man hat schon einen gewissen Vorteil, wenn der Oberpartner eine ganz andere Statur hat, als wenn ich die gleiche Größe hätte. Aber es wird jetzt in der Altersklasse zum Beispiel nicht von vornherein bestraft. Es gibt bei Weltmeisterschaften tatsächlich ab einer gewissen Altersklasse
sozusagen eine Messung vorab. Also da wird quasi gemessen, wie groß ist der Unterschied zwischen dem kleinsten Mittelpartner, also es gibt ja auch Trios, die wir später noch sehen. Und wie ist da der Größenunterschied quasi zwischen den Partnern? Und dann kann es eben sein, dass ich im Vorfeld schon mal mit einem Punkt oder einem halben Punkt Abzug auf die Matte gehe. Ja. Jetzt haben wir hier Vivien Gehler und Josephine Günther auf der Matte. Von euch, nämlich. Genau, aus unserem Verein. Akrobatikclub in Taucher. Lieblingselement von Vivien, der Handstand, der dann ins Spagat rutscht. Und von Josephine, das Stehen auf den Händen. Mhm, genau. Der Handstand kommt jetzt. Der Handstand auf der Schulter. Genau. Die Beine sind zum Beispiel eine Variation. Also wir können Handstand-Variationen in unterschiedlicher Beinhaltung schon. Die sind quasi festgelegt im Katalog. Das war sehr schön. Man muss dazu sagen, ist schon ein kleines Zitterelement manchmal von den beiden. Dafür haben sie sehr, sehr gut ausgeführt in dem Augenblick und natürlich auch gleich das Feedback der Halle erhalten darauf. Ich glaube, die beiden sind auch sehr, das nimmt auch ein bisschen Anspannung, wenn schon allein das erste Element gut klappt. Definitiv. Gibt Selbstvertrauen für die folgenden Elemente. Und auch hier merken wir natürlich, dass die Musik wieder Tempo mit sich bringt. Dadurch auch die Show-Elemente alleine auf der Matte gefühlt zunehmen und das gleich ein bisschen auch dynamischer und fluffiger wirkt, ja? Auf jeden Fall. Also die Gefahr ist natürlich immer, wenn ich eine sehr unterhaltsame Musik habe und das selber an sich gar nicht verkörpere, dass es dann nicht ganz so rüberkommt, wie es eigentlich sollte. Aber die beiden machen das wirklich sehr gut, nehmen das Publikum gut mit. Man sieht ein klein bisschen die Anspannung von Josi. Sie ist seit 2016 in der Sportakrobatik dabei. Vivien schon ziemlich lange, seit 2009 tatsächlich. Genau. Die letzte große Meisterschaft für Vivien. 2018 hat sie ja schon mal, haben die beiden schon mal gemeinsam die deutsche Bestenermittlung gewonnen. Ja. Und turnen jetzt seit Anfang 23 wieder zusammen, um den Erfolg zu wiederholen. Ist er denn bis jetzt aus deiner Sicht? Ja. Also jetzt, das ist das Lieblingselement von Josi. Sie steht gut oben. Sehr fest. Es wackelt nicht viel, die geforderten 3 Sekunden sieht sozusagen auch das Kampfgericht. Also ich finde, das wirkt schon sehr gut bisher. Genau, die beiden sind gestern mit dem 9. Platz aus der Qualifikation gekommen, weil tatsächlich ein Element nicht so war wie gefordert. Und das wollen sie natürlich heute besser machen. Hast du leichte Gänsehaut in diesem Augenblick? Ja, man ist natürlich schon angespannt und freut sich. Natürlich nochmal, um auch auf die Bewertung zu sprechen zu kommen. Es gibt ja für die Ausführung 4 separate Kampfrichter, die eben auf die technischen Komponenten schauen. Es gibt für die Artistik ebenfalls 4 separate Kampfrichter für die artistische Note und eben auch noch einen Schwierigkeitskampfrichter. Und am Ende wird das alles zusammengerechnet zu einem Wert. Genau, also wir haben 4 Kampfrichter, wie du schon gesagt hast, der oberste und der unterste Wert entfallen. Die werden quasi aus der Wertung gestrichen und aus den beiden mittleren Werten wird dann der Mittelwert gebildet. Und so ergibt sich dann die Technik- und die Artistiknote. Dann haben wir den Schwierigkeitskampfrichter, der prüft sozusagen, sind die Elemente 3 Sekunden wie gefordert laut Regelwerk gehalten. Wenn ja, dann ist alles okay, dann gibt es ein Häkchen sozusagen auf dem Papier. Ansonsten haben wir sogenannte Zeitfehler, das heißt pro fehlender Sekunde des Elements sind 0,3 Punkte, die dann abgezogen werden. Und der Hauptkampfrichter überprüft im Grunde nochmal, sind alle Regeln eingehalten, bewege ich mich sozusagen auf der Matte oder es kommt auch tatsächlich mal vor, dass jemand außerhalb der Matte landet. Das wird bestraft natürlich, weil ich in diesen 12x12 Metern turnen muss. Verliere ich vielleicht ein Haarteil oder gibt es irgendeine andere Anforderung, die nicht erfüllt ist, dann gibt es sozusagen von dem Hauptkampfrichter Abzüge. Aber er vergibt selbst keine Note, sondern er zieht quasi nur ab. Inwiefern werden die Ausführungen so eingeprobt, dass du in eine bestimmte Richtung turnst oder versuchst du die ganze Matte auszunutzen und auch in jede Himmelsrichtung mal zu schauen? Genau, also das ist natürlich auch so tatsächlich gewünscht, dass man im Grunde jede Ecke der Matte ausnutzt und auch jede Ecke quasi anturnt. Man muss aber natürlich trotzdem sagen,
dass die meisten Übungen natürlich schon hauptsächlich zum Kampfgericht ausgerichtet sind. Wir versuchen bei Wettkämpfen, wenn das möglich ist, das so zu bauen mit der Matte, dass das Publikum vielleicht hinter dem Kampfgericht ist. Das funktioniert nicht immer, deswegen haben wir uns quasi für diese schräge Lage entschieden. Die beiden hier zum Beispiel auch sehr unterhaltsam. Auch er ist sehr überzeugend, muss man sagen, in seinem Tanz. Nelle Bruns und Jason Hartung vom KTV Lingen und dem TV Jan Reine waren das. Genau. Und man muss ja auch noch mal zusagen, dass die Ausführung bei euch ja auch doppelt gezählt wird. Genau, ne? Genau. Das heißt, gerade sowas wie Stürze oder vielleicht Elemente, die nicht so technisch gut bewertet werden. Wenn es Haltungsfehler gibt, Unsicherheiten. Genau, genau. Oder auch eine schlechte sportliche Technik, Ausführung in dem Augenblick. Genau. Also das muss man auch sagen, das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Man ist da sehr drauf bedacht, dass man technisch perfekt turnt. Und auch das wird dann natürlich hauptsächlich belohnt. Aber ich muss natürlich trotzdem gucken, dass ich quasi technische Perfektion mit der Artistik kombiniere. Denn nur so bin ich am Ende dann der Sieger. Hier haben wir ein erneutes Damenpaar auf der Matte. Ida Kaiser und Josie Laurin Koch vom SV 1990 Sangerhausen. Ja, die beiden sind gestern mit Platz 10, also sozusagen dem letzten Qualifikationsplatz, in das Finale eingezogen. Zeigen aber die höchste Schwierigkeit, was die Valü-Zahl betrifft. Also Elemente, die man turnt, werden nach einem sogenannten Valü-Konzept bewertet. Das heißt, man hat einen Elementekatalog und wählt quasi aus. Und die Schwierigkeitsnote zählt natürlich auch am Ende in die Endnote ein. Sehr schön gehalten. Die Schwierigkeit ist natürlich auch, immer alles schön synchron zu turnen, denn wir kriegen auch eine Bewertung auf die Synchronität. Sind minimale Abweichungen gerade schon aufgefallen? Ja. Da muss ich sagen, arbeiten wir zum Beispiel auch ganz oft mit Videoaufnahmen. Das heißt, man filmt sozusagen im Training die Übungen ab und geht im Grunde, also ich mache das zum Beispiel so, dass wir einfach in Zeitlupe dann durch die Übungen nochmal durchgehen, weil man es da natürlich viel besser beurteilen kann als live auf der Matte. Wie lange braucht ihr dann für diese Videoanalysen, dass das dann am Ende auch wieder wirklich sitzt und die beiden Sportler auf der Matte es dann auch verstehen und umsetzen können? Weil darauf kommt es ja dann am Ende auch an. Genau, also man muss dazu sagen, dass es mittlerweile natürlich durch die Videoaufnahmen deutlich leichter geworden ist, weil man einfach Dinge hat, die man zeigen kann. Also vor allem kleinere Kinder ranzuführen, ist damit deutlich einfacher. Weil Kinder haben noch nicht so eine gute Vorstellungskraft, wenn ich sage, heb dein Bein schneller oder langsamer. Das heißt, gerade die 5-, 6-, 7-Jährigen muss ich wirklich versuchen, mit dem also zu überzeugen, was sie besser machen müssen, indem ich ihnen das einfach zeige. Und da muss ich sagen, mit den Videos auf den Smartphone oder auch Tablets, das hängt ein bisschen tatsächlich davon ab, manchmal auch ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal ist der eine, wie gesagt, das ist ein Gruppensport. Manchmal ist der eine vielleicht nicht ganz so gut drauf. Dann dauert es ein bisschen länger. Aber an sich, denke ich, bringt uns das am Ende auf jeden Fall viel mehr Qualität in die Übungen. Sehr schwungvolle Vorführung hier der beiden. Man muss auch dazu sagen, die Schwierigkeit hier ist, die beiden sind schon recht, also fast identisch mit der Größe. Mal eine kurze zweiminütige Pause geben, damit wir organisatorisch das Kampfgericht 1 dann auch auf die WKK 2 umstellen können. Immer vorbereiten dürfen Sie schon mal Annalena Pischke und Link. Sind aber, glaube ich, ganz zufrieden mit sich. Das ist die Trainerin. Wo liegt dann die Schwierigkeit, wenn die gleich groß sind? Ist es dann eben, dass nicht ganz so klar ist, wer unten stemmt und dann oben fliegt? Nee, das ist in der Regel meistens schon relativ klar. Ich sag mal, das ist auch eher untypisch, dass man doch so fast gleich groß ist. Die Schwierigkeit ist einfach, glaube ich, in dem Ganzen, in den Amplituden, die wir da haben. Also gerade wenn es um Saltos geht oder Höhenkraft, das ist schon deutlich schwieriger, wenn ich da jemanden habe, der einfach viel längere Beine hat als jemand, der vielleicht nur bis, sag ich mal, zu meiner Schulter geht. Hier haben wir auch ein Mixed-Paar aus Bautzen. Genau, Nele Korbut und Otto Chao. Genau, die Kleine ist zum Beispiel eine Tochter von einer Trainerin. Hier zum Beispiel eher
doch sehr kindliche Musik, also mit Harry Potter die Auswahl. Ich habe mich gerade ehrlicherweise innerlich darüber gefreut. Ja, auf jeden Fall. Also man bewertet ja im Grunde auch als Artistikkampfrichter, passt es zu dem Alter, was die beiden haben. Die Musik hat natürlich an sich auch einen schönen Rhythmus. Sie hat verschiedene Elemente, die auftauchen, die dann eben auch gut gefüllt werden können auf der Matte. Genau, also das ist auch, muss man sagen, sehr, sehr wichtig, dass ich zum Beispiel Musikwechsel habe und dass nicht 2:30 im Grunde der gleiche Takt ist, sondern dass man Variationen zeigt von Bewegungen, auch von Ebenen, also mal am Boden, mal im Stehen, mal diagonal. Hier sieht man auch Musikwechsel. Also artistisch ist das jetzt noch nicht, sage ich mal, das Ende von dem, was man schaffen kann. Aber die beiden machen das schon sehr überzeugend und mit Stolz. Und versuchen da, ich sag mal, so eine kleine Geschichte auf der Matte zu erzählen. Verzaubern muss man ja auch damit sagen, das Publikum hier im Tauch auf ihre eigene Art und Weise. Genau. Schön sauberer Abgang. Auch das wird bewertet. Genau, was jetzt hier aufgefallen ist, die beiden sind ein bisschen vor dem Musikende mit ihrer Übung fertig gewesen. Man muss dazu sagen, das wird leider auch bestraft, weil die Übung muss so aufgebaut sein, dass im Grunde mit dem ersten Ton beginne ich meine Übung und mit dem letzten Musikton ende ich. Aber wie gesagt, die beiden sind noch sehr jung, also die haben auf jeden Fall noch das Kampfgericht. Genau. Sind ja an zwei Tischen verteilt. Ja, mittlerweile wird digital bewertet. Das heißt, ich mache meine Notizen auf einem Zettel zu meinen Abzügen und gebe den Wert, den ich dann verteile für die Übung, in ein Gerät ein, in ein Tablet. Und dann wird das sozusagen von der Jury freigegeben. Du bist ja selber seit 2007 lizenzierte Kampfrichterin. Ja. Wo liegt für dich da die Schwierigkeit, manchmal das zu bewerten? Wie objektiv kann man wirklich sein? Doch, man kann schon objektiv sein, würde ich behaupten. Also zumindest, wenn ich von mir selber spreche. Man muss natürlich sagen, man ist schon emotional angespannt, würde ich jetzt einfach sagen, wenn man Sportler von sich selber sieht. Aber das ist, glaube ich, auch, das gehört einfach dazu, dass man die Neutralität bewahrt. Und das wird, ist uns immer wieder wichtig, dass wir das auch an unsere Nachwuchskampfrichter sozusagen weitergeben. Weil am Ende, es muss trotzdem ein sehr fairer Sport bleiben, also für alle Beteiligten. Und für jeden muss irgendwie die Note nachvollziehbar sein. Und deswegen, also, aber klar, wenn man selber Sportler trainiert und die dann auf der Matte bewertet, dann ist das natürlich emotional ein anderes, als wenn ich von anderen Vereinen zum Beispiel eine Formation bewerte. Ihr habt an diesem Wochenende 43 Vereine hier am Start gehabt, genau, aus 11 Landesverbänden. Ist natürlich auch für Taucher ein großes Event und für euren Club im Speziellen, den ihr hier stemmen musstet, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade was das ganze Thema Versorgung mit Speisen und Getränke betrifft, da haben wir schon ordentlich eingekauft, sage ich mal, im Vorfeld. Genau, aber ansonsten, ich glaube, für die Stadt Taucher und Leipzig, muss man sagen, ist ja auch nicht weit weg. Also ich denke, viele übernachten auch in Leipzig, weil selbst Taucher hat jetzt nicht die Unterkunftsmöglichkeiten für alle. Aber ich glaube, alle freuen sich, dass quasi Auswärtige nach Taucher kommen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir die Meisterschaft ausrichten. Also vor einigen Jahren haben wir das schon mal gemacht und freuen uns im Grunde auch immer, wenn... Aber klar, es ist natürlich organisatorischer Aufwand für uns auf jeden Fall. Und wie kamst du auf die Idee, dich bei Fans im Osten zu bewerben, damit wir eben auch von Sport im Osten das heute in die Welt streamen? Also im Grunde... muss man einfach sagen, wir sind eine nicht-olympische Sportart. Das heißt, die Medienpräsenz ist doch eingeschränkt. Das ist einfach so, wenn man eine Randsportart darstellt. Und wir sind immer bemüht, da Sportakrobatik ein bisschen populärer zu machen. Für uns ist das ein sehr attraktiver Sport. Ich glaube auch für Zuschauer, auch wenn man sich vielleicht nicht so im Detail auskennt. Aber es ist ein schönes Miteinander. Und
jetzt nicht so das Natürlichste, sage ich mal, was man so selbst in seiner Freizeit macht. Wenn der Zuschauer die einzelnen Elemente nicht kennt von Natur aus. Ich meine, die meisten, jetzt die Flickflack-Salto, Handstand, die hat man natürlich drauf, ne? Ja. Aber selbst dann kann man sich ja einfach von seinem Gefühl auf die Sportler einlassen. Genau. Und das einfach auf sich wirken lassen in diesem Augenblick und dort mitfühlen und auch mitgehen. Ne? Und ich finde schon, dass Sportakrobatik das eben auch ausmacht, dass man da durch eben die verschiedenen geturnten Elemente auf der Musik mit der Geschichte, die erzählt wird auf der Matte, das schon gut erleben kann tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sind da immer sehr bemüht, dass man eben doch ein bisschen mehr quasi Medienöffentlichkeit bekommt. Und deswegen war, muss ich wirklich sagen, also das war für uns schon fast, ich sag mal, unglaublich, dass wir diese Zusage erhalten haben und freuen uns, dass wir da die Möglichkeit erhalten. Und gerade eine deutsche Bestenermittlung, wo man quasi die aus ganz Deutschland Sportler sieht, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer für uns, als jetzt zum Beispiel so ein heimischer Wettkampf mit den anderen sächsischen Vereinen vielleicht. Hier sehen wir gerade Annalena Wischke und Leni Bremer vom THV Selmsdorf 2000. Was man vielleicht noch zu der Kleidung sagen kann, also man sieht es ja, manche tragen mittlerweile einen Rock. Das war auch noch nicht immer erlaubt. Das ist jetzt auch seit einigen Jahren neu. Die beiden haben jetzt sich für einen Anzug ohne Rock entschieden. Es gibt lange Arme, kurze Arme, mit Kragen, ohne Kragen, Farbkombinationen. Hier zum Beispiel doch eher in die Neonrichtung. Also da hat sich auch einiges getan. Die beiden tragen zum Beispiel auch ein Haarteil, passend zu ihrem Anzug, sodass das sehr stimmig auf der Matte wirkt. Und ansonsten muss man sagen, ist natürlich die Dutt-Pflicht bei uns so ein bisschen natürlich gegeben. Weil mit offenen Haaren ist es nicht möglich zu turnen. Lässt es sich schwerer turnen. Genau. Wir hatten ja gerade schon thematisiert, dass eben die Sportakrobatik eine nicht olympische Sportart ist. Es zieht natürlich damit auch als Konsequenz mit sich, dass es kaum finanzielle Unterstützung leider erhält. Das heißt also Wettkämpfe, Trainingslager, Trainings- und Wettkampfausstattungen von den Trainerinnen bis zu den Sportlerinnen müssen eben irgendwie selbst aufgebracht und finanziert werden. Und dabei habt ihr ja auch eine Hoffnung auf einen Anflug auf Olympia, oder? Also vor allem nach 2018, als es die erste Teilnahme an den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires in Argentinien gab, glaube ich, macht man sich in der Sportakrobatik schon die Hoffnung, eben auch ins olympische Programm, vielleicht in Los Angeles 2028 aufgenommen zu werden. Ja, also klar, die Hoffnung ist natürlich groß. Deswegen sind wir wirklich sehr bemüht, quasi auch vom Deutschen Sportakrobatikbund, da immer mehr Öffentlichkeit und vielleicht auch Medienöffentlichkeit zu erhalten, sodass man einfach sieht, es gibt eben auch noch Randsportarten, die eigentlich schon auch das Zeug dazu hätten, olympisch zu sein. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier eher auf der Breitensportebene, aber es gibt natürlich auch gerade im Leistungssportbereich tolle Leistungen zu sehen und wir sind da wirklich großer Hoffnung, dass wir es vielleicht doch irgendwann schaffen und dann auch olympisch sind und damit eben auch doch deutlich mehr Förderung und Unterstützung finanzieller Art erhalten. Ne? Hier sehen wir mal eine Damengruppe vom SV Warnemünde. Emma Kolleck, Fine Krohn und Cecilia Pingel sind das? Genau. Genau, das ist sozusagen jetzt das erste Trio. Hier sieht man, man hat im Grunde zwei Unterpartner, die den Oberpartner stützen. Hier zum Beispiel eine Doppelhandstandpyramide, auch mit Stütz von der Oberfrau. Ist natürlich als Trio noch ein bisschen mehr Varianz tatsächlich gegeben, ne? An Elementen, die man gestalten kann. Ja, also das Konzept bei den Trios ist ein bisschen anders, weil man da eher so auf Unterbau und Pyramiden setzt. Also die Höhen sind natürlich ganz andere. Genau, aber bei den Damenpaaren, wie gesagt, da gibt es auch sehr schöne Elementkombinationen, Spagatrutschen. Aber ja, es ist im Grunde jetzt eigentlich ein anderes Bild, was man hier sieht. Das nennen wir zum Beispiel Carré, also das ist quasi eine Plattform, auf dem der Oberpartner steht und dann von da aus geworfen wird. Sah sicher aus in der Ausführung. Ja. Also es hätte noch ein bisschen mehr Höhe sein können, muss ich sagen.
Aber auch hier die Schwierigkeit, dass der Oberpartner doch auch schon eine gewisse Größe erreicht hat. Und da ist ja dann auch die Abwägung wahrscheinlich am Ende des Tages, oder? Welche Höhe ich wähle, damit ich ihn noch sicher fangen kann. Spielt das bei euch auch immer eine Rolle in der Berechnung? Ja, also wir sind natürlich schon drauf bedacht, dass möglichst hohe Höhen erreicht werden, weil man dann im Grunde auch einfach viel mehr Zeit hat, einen Salto technisch ordentlich auszuführen. Also umso höher ich fliege. Das ist bei Herren Vierergruppen zum Beispiel, die es jetzt zwar heute nicht gibt, aber generell auch vertreten sind, da hat man natürlich schon Höhen. Also die Halle muss eine gewisse Höhe sozusagen bei einer Ausrichtung erstmal erfüllen, damit die nicht oben an der Decke sozusagen landen, weil wenn drei Herren unten einwerfen, dann ist das schon ordentlich. Kommt nochmal ein bisschen mehr Kraft mit ins Spiel. Jetzt sehen wir vom Krostitzer SV Rachel Bieler und Jamie Lee Wolf auf der Matte. Mhm. Von beiden das Lieblingselement, die Grätschelage, die in die Kerze geschoben wird. Genau. Das Element folgt noch. Die beiden sind im vergangenen Jahr auf Platz 3 bei der deutschen Bestenermittlung gelandet. Hier muss man sagen, Doppeldrehung in einem Paar sieht man selten. Also das war schon wirklich sehr, sehr schnell gedreht. Und das wird natürlich auch mit entsprechender Valuezahl belohnt, also mit Schwierigkeit. Jetzt kommt gleich das Grätschlagen-Element. Übergang von dem Stütz in die Grätschlage. Man muss dazu sagen, mit den Begriffen ist das immer so eine Sache der Elemente. Manche nennen es Briefmarke, Pancake gibt es auch. Wir sagen Grätschlage dazu. Genau, das war gerade das Lieblingselement der beiden. Das heißt, die Unterpartnerin drückt den Oberpartner mit Mittelkörperspannung im Grunde nach oben. Und das hat auch gesessen. Das hat gesessen, auf jeden Fall. Auch hier eher eine sehr emotionale, mitreißende Musik mit Gesang. Auch schön natürlich, wie man gesehen hat, dass sich eben beide auch nochmal auf der Matte getrennt haben und dann ihre Einzelelemente in dem Augenblick geturnt haben und sich dann nochmal zusammenführen lassen. Genau, das ist im Grunde auch eine Anforderung an die Choreografie, dass ich im Grunde verschiedene Wege gehe, dann wieder zusammenkomme, übereinander, untereinander heben, artistisch kombiniere. Auch hier sieht man sehr schön, wie der Anzug im Grunde auch zur Stimmung der Musik passt. Also so, dass es wirklich am Ende dann ein Gesamtbild ergibt. Kurze Unsicherheit. Schneidet ihr die selber, diese Anzüge? Oder habt ihr dann Vorstellungen im Kopf, die ihr einem Schneider weitergibt? Wie erfolgt das, dass ihr an diese Anzüge kommt? Genau, also das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Vereine, die schneidern die Anzüge selber. Man muss aber dazu sagen, das ist sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand. Und jeder Stein auf diesem Anzug ist dann auch im Grunde selber drauf geklebt. Also dieses Glitzer ist sozusagen, das sind kleine Strasssteine, die wir da drauf kleben. Und wir kaufen die in der Regel eher bei Schneidern. Also wir lassen die schneidern. Entweder machen wir selbst eine Zeichnung oder wir kaufen sozusagen Anzüge, die bereits die Schneiderin produziert hat. Aber die Kunst ist natürlich, es müssen alle irgendwie in die Größen passen. Das heißt, in der Regel sind die maßgeschneidert. Hier wieder ein Trio. Und hier sehen wir auch, glaube ich, deine angesprochenen Röcke. Genau, hier sind die Röcke ohne Arm, ohne Kragen, mit etwas tieferem Rückenausschnitt. Auch hier wieder die Steine. Auch sehr mitreißende Musik. Das Trio vom OSC Damme. Hier ein sehr, sehr schweres Element, muss ich sagen. Handstand in den Handstand. Carolina Schubert und Lara Tecker. Und ein Handstandsalto. Also das ist sehr viel wert, das Element. Eine Akro-Reihe, die sozusagen gefordert ist. Also es gibt Pflichtanforderungen von Akro-Reihen, die aus dem Turn kommen. Das heißt Rondat, Flickflack, was du vorhin schon erwähnt hattest. Saltos teilweise, das werden wir auch noch sehen. Jetzt kommt ein ausgestreckter Handstand.
Hat nicht ganz geklappt. Der wollte nicht so gelingen, aber sie machen es nochmal. Man muss dazu sagen, es wird im ersten Mal bestraft, aber zumindest... Nee. Das hat die Gefahr natürlich, die du bei dieser Kür hast, die auch in einer bestimmten Zeit erfolgen muss, dass wenn eben zum einen diese Unsicherheit da ist, die jeder ja auch wahrgenommen hat in der Halle, dass du dann natürlich auch gedanklich irgendwie ein bisschen rauskommst. Ne? Genau, also das ist auch so ein bisschen die Kunst, sich da nicht verunsichern zu lassen. Aber man hört natürlich, die Musik läuft weiter. Man weiß, man muss im Grunde nach einer gewissen Zeit fertig sein mit dem Element. Und manchmal muss man leider sagen, ist dann so ein bisschen die Unsicherheit da. Hier zum Beispiel turnt jetzt der Mittelpartner in dem Fall einen Handstand. Sehr sicher. Sieht man auch nicht ganz so oft bei den Unterpartnern. Kombination in den Stütz zurück. Und mit der Kretschlage, die wir vorhin schon gesehen haben. Das ist natürlich sehr bitter, muss man sagen, für die drei. Weil die wirklich hohe Schwierigkeiten zeigen. Und damit war es das wahrscheinlich auch mit dem Medaillenplatz. Da ärgern sie sich wahrscheinlich nicht nur, weil es zu ihrer Kür gehört in diesem Augenblick, sondern eben auch, weil es natürlich sehr schade für sie ist. Aber sie spüren die Liebe und die Zuneigung der Halle. Ja. Hier nochmal der Handstandseite und ein bisschen breite Arme beim Fang, aber sehr stabil. Schöne Mittelkörperspannung. Und der Handstandseite. Auch schöne Höhe, sichere Landung. Hier zum Beispiel sehen wir jetzt einen Anzug mit langen Beinen. Das sind Lara Humann und Charlotte Obermeier vom KKSV Mainz-Finthen. Hier zum Beispiel französischer Text. Müssen die Übersetzungen euch mitgeliefert werden oder müsst ihr euch um die Übersetzungen kümmern? Genau, also wir sind selber dafür verantwortlich sozusagen. Sie jetzt zum Beispiel stützt im Stand, sie rutscht in den Spagat. Sehr schön ruhig gehalten, sehr stabiler Unterbau. Auch sehr emotionale Musik. Lange Beine wirken in dem Fall, muss man auch sagen, sehr elegant. Mhm. Man hat das ja auch im Turn, dass der Trend so ein bisschen wieder zum langen Anzug geht. Aber die Auswahl ist im Grunde bei dir selbst. Und der Song in französischer Sprache natürlich auch passend, weil ich habe gelesen, das erste Buch über die Akrobatik 1599 gedruckt. Erfolgt in französischer Sprache. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall eine Info, die ich noch nicht wusste. Auch hier wieder die Dekretschlage, Verwandlung in die Kerze, diesmal frei. Sehr schön. Sieht man auch kein Zittern der Beine, nichts, was auf Unsicherheit in diesem Augenblick schließen lässt. Genau. Bisschen unkontrollierter Sprung nach dem Rondat. Gesprungener Handstand. Noch ein Tempoelement zum Abschluss und noch ein Tempoelement. Das Ende sitzt auf Punkt. Genau. Hier hat es gut gepasst. Auf den letzten Ton endet die Übung. Beide scheinen zufrieden. Das hat man auch ein bisschen umgestellt, dass man sozusagen nicht mehr wie ein Roboter von der Matte marschiert, sondern tatsächlich sich auch auf der Matte umarmen darf. Ist ja auch wunderbar, dass man dann auch diese Emotionen, die man im Augenblick natürlich fühlt, dann auch ausleben darf. Ihr beim Akrobatikclub in Taucher habt ja heute und gestern 33 Athleten am Start gehabt. Generell aber im Verein habt ihr über 180 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 3 Jahren bis wahrscheinlich
so lange wie es geht. Ich sag mal so Anfang 20, genau. Also wir sind ein sehr großer Verein, der Zuspruch gerade hier in der Region und in Taucha ist sehr groß, da freuen wir uns natürlich. Wir haben viele Anfragen, viel Mundpropaganda natürlich, Schulkameraden. Genau. Habt im Prinzip so drei Untergruppen mit der Sportakrobatik als Wettkampfsport, mit der Kindersportgruppe, wo an Akrobatik herangeführt wird, sage ich jetzt genau, mal, also, Bewegung ja, studiert genau. oder trainiert wird. Und auch seit 2019, was ich ganz schön und interessant fand, die Abteilung Prävention mit Gesundheitssport für Personen in jedem Alter. Ja, also im Grunde ist es dafür gedacht, dass man auch Ältere sozusagen in die Vereinslandschaft führt und da gerade was Rückengesundheit und so betrifft, unterstützen kann. Gerade das Thema Rückengesundheit und Gesundheit im Alltag ist natürlich immer wichtiger heutzutage. Hier sehen wir gerade das Trio vom KTV Lingen, TV Jan Reine auf der Matte. Das sind Danisa Gröninger, Melina Poppe und Tine Wiesner. Genau, hier sieht man bei der Oberpartnerin zum Beispiel, sie turnt mit Brille. Da gibt es sogenannte Sportbrillen für die Kinder, dass sozusagen im Salto oder Handstand nichts passiert. Mhm. Weil das ist ja auch am Ende nicht ganz ungefährlich, muss man sagen. Im höheren Alter, also ich zum Beispiel habe früher dann mit Kontaktlinsen ab einem gewissen Alter geturnt, weil das natürlich schon deutlich komfortabler ist. Ich glaube, Fabian Hambüchner hat auch irgendwann umgestellt auf Kontaktlinsen. Das stimmt, genau. Ja, genau. Genau, was schöne Dynamik, schön, ja, ne? Genau, also man hier sieht man gut die, quasi dieses Partnerverhältnis und diese Partnerbeziehung. Boah, ganz mitreißend, diese Kür, ne? Also da ist man wirklich hier drin gewesen in dem Augenblick und hat sich komplett eingelassen auf die drei auf der Matte. Genau, also ich glaube, wenn du das schaffst, das Publikum mitzunehmen, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hier zum Beispiel auch mit Rock. Sehr bunt gestaltet. Von der Eintracht Frankfurt, Anna Dorigatti und Lisa Schinko. Ja, sehr schönes Duo, muss ich sagen. Also artistisch und auch von den Elementen zeigen die gleich noch ein paar tolle Elemente. Auch hier sehr tänzerisch. Man sieht auch hier, das hat man ein kleines bisschen gesehen, das Magnesia an der Hand. Also wir haben ja immer das Problem, dass wir quasi Haut auf Haut arbeiten. Mhm. Und da natürlich schauen müssen, dass nichts passiert. Dafür nehmen wir sogenanntes Magnesia. Um dem Schweiß dann sozusagen ja, ein bisschen entgegenzuwirken. Genau, ja. Genau. Also da gibt es verschiedene Formen, Pulverform, hier gestreckter Salto, sehr schön. Aber auch flüssig. Das trocknet dann sozusagen an der Hand an und gibt dem Ganzen einfach noch mehr Stabilität. Ich glaube, das sieht man auch im Turnen immer sehr gut, an den Geräten. Gerade auch Nervosität führt doch zu mehr, ich sag mal, Schweiß als normalerweise. Ja, ja. Und was Julia Teuscher, unsere Kommentatorin hier an meiner Seite des Tages ja auch schon erzählt hat, hier sieht man es, finde ich, auch nochmal wunderbar, dass eben auch die Optik durch die fröhlichen Farben zu dem Auftritt, zu der Musik, zu der Kür an sich passen, die ein bisschen mehr Show wieder bietet, ja, ein bisschen mehr genau. Fröhlichkeit als zum Beispiel die vorhergegangene. Ja. Genau, also am Ende geht es so ein bisschen darum, dass man eine Geschichte auf der Matte erzählt, ob man das jetzt doch eher auf die unterhaltsame Weise macht oder dann eher das mitreißende Theatralische. Hier sehen wir einen Schulterhandstand, also der ist quasi nicht frei gehalten, sondern wird von der Unterpartnerin gehalten und sie verwandelt sich jetzt sozusagen in eine sogenannte Kugel. Sehr schönes Element, sehr schöne Rückenbeweglichkeit, unsauberer Abgang. Was war denn dein Lieblingselement damals? Handstand. Handstand? Ja, also als ich selber noch geturnt habe, Handstand war einfach meine Sache. Und ich muss sagen, als
Unterpartnerin auf jeden Fall auch geworfene Elemente. Mhm. Bei den Saltos ist natürlich alles auch ein bisschen Sekundensache, muss man sagen. Also es kommt auf viele, auf den Absprungmoment, auf das Timing. In welchem Moment springe ich wie ab? Wie drehe ich mich? Hier sehen wir die Damengruppe vom Magdeburger SV. Genau. Jule Kohn, Mathilda Loderstedt und Winnie Pauline Weißleder. Ja. Auch wahrscheinlich eine Musik, die jeder schon mal gehört hat. Und das Erste, was hier auch auffällt, ist ähnliche Größe. Ja. Also, dass die dritte im Bunde eben gar nicht so viel kleiner ist als die anderen beiden. Genau, also man hat so ein bisschen die Schwierigkeit in der Sportakrobatik, dass man logischerweise als Kind wächst. Und es gibt natürlich Kinder, die sind kleiner gewachsen und größer gewachsen. Vor allem in der Pubertät verändert sich das sehr stark. Das heißt, hier müssen wir einfach schauen, haut es noch hin? Also stimmen die Proportionen, sodass wir das auch gesundheitsentsprechend noch umsetzen können. Also es soll ja niemand irgendwie verletzt werden oder sich irgendwie schädigen für später. Da sind wir sehr drauf bedacht. Trotzdem schönes Zusammenspiel, also die dafür, dass sie doch so eine ähnliche Größe haben. Auch hier wieder der Doppelhandstand. Sie klettert hoch. Genau, was man jetzt vielleicht hier sehen wird, kreativer Abgang. Sie rutscht in den Spagat und geht vorne ab. Auch dafür wird man belohnt in der Artistiknote, wenn man kreative Auf- und Abgänge von den Elementen zeigt. Sind diese kreativen Abgänge dennoch vorgeschrieben oder bin ich da auch frei und kann vielleicht mir was selber überlegen, was es so in der Art und Weise gar nicht so häufig bisher gab? Genau, also das ist sogar eigentlich der Sinn dahinter, also dass ich quasi für das, was wirklich kreativ ist und vielleicht von mir selber kommt, dann sozusagen noch belohnt wird. Es ist natürlich so mit Instagram, YouTube und dem Ganzen, dass man da doch, also Vereine schauen einfach auch bei anderen Vereinen und dann wiederholen sich Dinge teilweise bei Wettkämpfen. Deswegen muss man dann immer, wo fängt Kreativität an, wo hört's auf? Da hatte ich jetzt gerade bei dem Element so ein bisschen den Eindruck, dass sie ein bisschen rausgekommen sind, aber ich kann da nicht festmachen, warum und... Genau, also es wirkt ein bisschen so, als wären sie entweder hinter der Zeit, also hinter einem gewissen Ton, den sie treffen müssen, sodass sie entweder einen Teil der Choreografie weggelassen haben. Das kriegen ältere Sportler, sage ich mal, spontan hin, also dass man darauf reagiert. Die jüngeren Sportler, die hören das noch nicht. Aber das war gerade so kleine Unsicherheit im Gesicht, die man gesehen hat. Aber trotzdem gut beendet. Und du hast ja schon die Gestaltung, die Kreativität angesprochen. Sportakrobatik bringt ja auch noch Kooperation mit, ein bisschen Wagnis, Leistung, Körpererfahrung. Also eben auch gut tatsächlich für Heranwachsende, diesen Sport zu erleben, weil du natürlich da auch deine Kraft, deine Beweglichkeit, deine Körperspannung, dein Gleichgewicht, Konzentration und auch Einfühlungsvermögen ja besser kennenlernen kannst. Genau, also gerade Balance und Körpergefühl ist natürlich super wichtig für den Sport. Am Ende musst du im Grunde genau steuern können, was dein Körper jetzt genau in der nächsten Sekunde tun wird. Darauf trainieren wir hin. Es gibt Elemente, die dauern ein bisschen länger im Erlernen, gerade die, die eben doch ein bisschen Mut erfordern, so wie ein Salto. Manche Kinder springen lieber rückwärts, manche lieber vorwärts. Die Schwierigkeit hat man auch. Manche stehen nicht so gern kopfüber. Manche stehen am liebsten kopfüber, schlagen nur Rad. Auch hier recht große Oberpartnerin. Wunderbare Arbeit mit der Mimik, wie man hier sehen genau. kann. Genau. Also sehr schönes Zusammenspiel. Die arbeiten da als Partner mit der Musik zusammen. Marlene Amaya Schmidt und Marie Schmidt vom Magdeburger SV. Genau, die beiden sind mit Platz 3 aus der Qualifikation gestern gekommen. Und nun gilt es natürlich, die Leistung erneut abzurufen, um vielleicht mit der Bronzemedaille nach Magdeburg zu fahren. Würden Sie sich bestimmt nicht gegen wehren? Ja, ich glaube auch. Ja, ein Spagatstand mit Stütz, sehr tolles Element, muss man sagen. Jemanden oben auf seinem Bein im Spagat zu halten,
erfordert schon einiges an Beweglichkeit und Kraft. Hat man auch gesehen, dass noch ganz leichte Nachführarbeit da vonnöten war in diesem Augenblick? Genau, es ist ein kleines bisschen nach hinten gegangen, war aber wirklich trotzdem sehr sicher. Einsteiger-Strecksprung mit ganzer Drehung. Genau, und ansonsten ist bei uns eben sehr wichtig Teamsport. Ne? Also es ist einfach ein Teamsport durch und durch. Nur gemeinsam kann ich im Grunde auf der Matte Leistung bringen. Das ist ganz wichtig, dass man das von Anfang an weiß. Hier zum Beispiel sieht man eine Stützvariation, sehr schön Knotenstütz. Hier ist die Schwierigkeit quasi, die Beine über der Diagonalen zu halten. Ja. Sie verwandelt sich jetzt wieder in diese genannte Kretschlage. Sehr schöne Fußstreckung und Endpose. Und die hat auch gesessen, genau da, als die Musik zu Ende war, war eben auch die Vorführung der beiden vom Magdeburger SV zu Ende von Marlene Amaya Schmidt und Julika Marie Schmidt. War schon echt eine gute Vorstellung, ja? Ja. Und jetzt kommen wieder ein Trio von euch, vom Akrobatenclub. Ah, nee, nicht von Ottendorf euch, von Ottendorf Okrilla, genau. Auch hier sehr tänzerische Musik, schönes Zusammenspiel als Trio. Auch hier sieht man gar nicht so großer Körperunterschied. Die drei sind auch fast gleich alt, muss man dazu sagen. Bringen das aber trotzdem toll über die Matte, spielen schön zusammen. Genau, Marlene Mösch ist 15, Lisa Baumann 14 und Edi Klotsche 13. Genau, ein Salto vom Knoten, gebückt, rückwärts in den Stand, sehr sicher gefangen. Gemeinsam turnen sie erst ein gutes Jahr zusammen und haben deswegen auch noch nicht ganz so viele Erfolge natürlich feiern können, aber zum Beispiel schon den ersten Platz zur sächsischen Meisterschaft der WKK 2 in Leipzig geholt. Mhm, genau. Das Element, was die drei gerade gezeigt hatten, nennt sich Krokodil. Das heißt, die beiden, die Oberpartnerin und die Mittelpartnerin, turnen beide ein Krokodil. Jetzt ein Vorwärtssalto gehockt in den Stand. Auch hier sehr sicherer Stand. Doppelkerze mit Stütz und der kreative Abgang rückwärts. Wirklich sehr schöne Darstellung bisher. Das Trio ist gestern mit dem Platz 2 aus der Qualifikation gekommen. Die Arbeit, die man natürlich auch nicht sieht, ist ja, dass die Trainer diese Abfolge der Küren ja auch aufzeichnen müssen. Genau. Also das heißt, wir geben im Vorfeld eine sogenannte Zeichnung ab. Dort sind die Elemente eingetragen in der Reihenfolge, wie wir sie turnen. Es gibt sogenannte Valü-Zahlen, die wir eintragen, die für die Schwierigkeit berechnet werden. Und wir haben natürlich Seiten, Nummern der Elemente. Und dann Vergleich der Hauptkampfrichter und der Schwierigkeitskampfrichter wird alles gezeigt, wie gefordert. Aber war eine wunderbare Vorstellung vom Akrobatenclub Ottendorf Okrilla. Alle sehr zufrieden. Und der Sächsische Landesverband ist ja mit 55 Startern an diesem Wochenende auch der größte. Genau. Was macht denn für Sachsen Sportakrobatik aus? Warum ist das hier so beliebt und verwurzelt in der Region? Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Also ich glaube, es ist einfach so ein bisschen vielleicht auch der Erfolg. Also wir haben ja Leistungszentren auch in Dresden, in Riesa, Hörswerda. Haben da wirklich auch große Namen der Sportakrobatik, die international mitstreiten sozusagen. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen schon die Öffentlichkeit, die Sportakrobatik einfach auch in Sachsen mittlerweile erreicht hat. Und natürlich, wir haben extrem viel sportlichen Nachwuchs. Es waren fast 350 Sportler dieses Wochenende. Ja. Also der Zuspruch ist wirklich sehr groß. Und wir hatten ja vorher schon mal miteinander gesprochen. Also ich hatte bisher
eher wenige Anknüpfungspunkte an die Sportakrobatik, war aber mal beim SC Magdeburg drin, weil die auch eine Abteilung haben mit Sportakrobatik und eben diese auch dabei sind, gerade wieder neu aufzubauen nach einem Trainerwechsel. Und die Nachfrage ist da enorm. Also die haben, glaube ich, 40 Mädels in der Gruppe, trainieren auch dreimal wöchentlich fast 3 Stunden. Ja. Und finden sich da als Gruppe wunderbar zusammen und auch das Miteinander ist da immer sehr harmonisch, finde ich, und friedlich, wenn man da ist. Ja, also man geht ja manchmal so aus Sporthallen heraus, gerade wenn jüngere Kinder da sind und dir brummt vielleicht der Kopf. Aber das finde ich in der Sportakrobatik eben gar nicht so, weil natürlich, wenn jemand dann auch auf der Matte turnt und übt, die anderen natürlich auch still sind und zugucken, um dann Feedback zu geben. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Genau, also man muss natürlich sagen, Turnsport ist schon, also ist einfach auch eine Konzentrationsfrage. Das ist sehr wichtig, dass man das von klein auf lernt. Denn es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Also es muss im Absprung stimmen, im Halten stimmen, um Stürze zu verhindern, dass sich niemand verletzt. Und es ist einfach auch im Grunde von klein auf, dass man lernt, es ist einfach eine gewisse Disziplin gefordert, dass man fleißig trainiert, dass man vielleicht zuhört, dass man zuschaut. Nur so im Grunde wird man immer besser. Ja. Und gut und zufrieden sind auch die Potsdamer Sportakrobaten Friederike Pflanz und Lea Burkhagen nach ihrer Vorstellung hier. Genau. Sie waren nochmal die wunderbaren slomierten Elemente, die Highlights ihrer Kür. Genau, was auch sehr schön ist, wie man hier sieht, wir haben eine sogenannte Kiss-and-Cry-Zone. Das kennt man auch von anderen Sportarten, Eiskunstlauf, Turnsport. Das heißt, man lässt seine Übung Revue passieren, trinkt nochmal einen Schluck Wasser, 2 Minuten 30 können sehr, sehr, sehr lange werden. Genau, hier wieder ein Trio von uns, Sophia, Kim und Friederike. Genau, Friederike Neumann, Kim Siebert und Sophia Riese. Genau, hierzu Lady Gaga, eine Choreografie. Die drei sind auch erst seit Beginn des Jahres sozusagen eine Formation. Ihre dritte Teilnahme an der deutschen Bestenermittlung nach 2019 Platz 6 und 2022 Platz 4. Ja, genau. Erst die gemeinsame deutsche Bestenermittlung. Jetzt kommt gleich eine Salto-Kombination. Sehr schöne Fußstreckung. Und natürlich haben Sie hier ein Heimspiel. Die Halle geht mit, ne? Sie lebt die Kühe und die Elemente. Hier wieder die schöne Dynamik Akrobatik. Auch, die auf die Matte gebracht wird. Auch hier gleich Verwandlung in die Kerze. Kleiner Wackler in der Hüfte. Kims Hobby zum Beispiel, das ist die, die jetzt quasi mit dem Rücken zu uns steht, ist Motorradfahren. Genau, also sie ist schon die Wagemütige genau, bei euch. Genau, auf jeden Fall. Sophia malt und bastelt gerne, neben der Akrobatik. Und Friederike geht gerne ins Fitnessstudio, die 19-Jährige. Hilft natürlich dann auch nochmal, um noch mehr Kraft aufzubauen. Auf jeden Fall, genau. Also das muss man auch sagen, Kraftsport ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Am Anfang trainiert man das Ganze ohne Gewichte, irgendwann später auch mit Gewichten und auch hier die Endpose. Und pocht dein Herz jetzt etwas lauter und doller, bist du zufrieden, Julia? Ja, also man muss dazu sagen, dass leider das eine Tempoelement nicht ganz rum war. Das wird natürlich abzugeben. Hier kommt das Getränk.
Kannst du was ablesen aus den Gesichtsabdrücken? Ja, ich glaube, da ist schon ein bisschen Ernüchterung, weil es dann in der Qualifikation etwas besser lief. Jetzt sind wir vom Crosstitzer SV Lilly Stefanie Bischoff und Stacy Rosa Gretschel. Ja, die beiden haben mit der Qualifikation geführt gestern. Auch sehr schweres Element, einbeinig, Hochspagat. Sie sind der sächsische Vizemeister von 2023. Und 11 Jahre, großer Altersunterschied? Genau, also hier in dem Breitensportbereich ist sozusagen ein Altersunterschied von maximal 8 Jahren erlaubt. Manche nutzen das sozusagen aus. Es hängt natürlich immer alles davon ab, wie groß gewachsen ist jemand, wie sind die Proportionen. Wenn man dann quasi auf Weltmeisterschaftsebene turnt, ist bis zu einem gewissen Altersbereich nur 1-6 Jahre bzw. 5 Jahre Unterschiede gefordert. Beziehungsweise bei der Meisterklasse sozusagen ist es dann irgendwann, da muss der Obermann oder die Oberfrau mindestens 15 sein. Mhm. Ja, und wie gesagt, man hat das Konzept so verändert, dass es im Grunde Open-End ist. Also solange ich mich bereit fühle, kann ich mitmachen. Aber da gibt es natürlich körperliche, physische, vielleicht sogar auch psychische Grenzen, ne, man da hat. Genau, die Schwierigkeit ist natürlich dann, wenn man vor allem berufstätig wird, studiert, eine Ausbildung macht, dass man einfach das Trainingspensum noch leisten kann. Und mit verringertem Trainingspensum und, ich sag mal, Körperwachstum hält man die Leistung irgendwann nicht mehr. Und deswegen, die meisten, muss man leider sagen, hören im Alter mit dem Abitur auf, teilweise vor dem Abitur, manchmal auch danach. Wir haben natürlich schon einige, die noch ein bisschen länger dabei sind. Hobby von Stacy übrigens, der Kleineren, der Elfjährigen, ist Bogenschießen. Sie steht offensichtlich also auf Sport, der Konzentration erfordert. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr interessante Sportarten, muss ich sagen, die Kinder sonst noch teilweise in ihrer Freizeit betreiben. Lilly spielt zum Beispiel Volleyball noch nebenbei. Genau. Gestern in der Qualifikation hatten wir hier ihren Volleyballverein da. Die haben angefeuert, also auch da sportartübergreifend unterstützen die sich. Ich finde, die Vorführung der beiden vom Crosstitzer SV hatte schöne tänzerische Elemente. Wie bewertest du das? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir gefällt die Choreografie sehr, sehr gut. Sehr harmonisch zur Musik präsentiert, schöne verschiedene Amplituden gezeigt, Ebenen gezeigt, Bewegungsvielfalt. Das sollte sich auf jeden Fall in der Artistik widerspiegeln. Und wir haben eine Rückmeldung aus Magdeburg, aus meiner Heimatstadt bekommen, vom SC Magdeburg, von Jitka Bansch. Sie hört uns gerade zu im Livestream und schreibt, wir haben das Finale mit 2 elften Plätzen leider knapp verpasst. Oh je, ja, das ist natürlich besonders bitter, also wenn man entweder in der Qualifikation mit Platz 11 ausscheidet oder dann im Finale auf Platz 4 landet. Das ist immer das Bitterste eigentlich für alle Wettkampfsportler und auch Trainer. Hier haben wir ein Trio vom TV01 Dettingen auf der Matte. Lara Grammich, Natalia Kuklidou und Lina Seidel. Genau, das Trio ist quasi mit Platz 1 aus der Qualifikation heute ins Finale eingezogen. Zeigt sehr schöne Elemente. Vielleicht sehen wir ein natürlich der Druck aber jetzt auch groß. Ja, auf jeden Fall. Als Favorit hat man immer eine gewisse Druckposition. Sie stützt zum Beispiel gegrätscht und grätscht dann in den Handstand auf. Also erfordert sehr, sehr viel Kraft und Training. Hier sieht man auf dem Anzug zum Beispiel die Deutschlandflagge. Also wir sind international sozusagen verpflichtet, mit einem Adler, also mit einem Bundesadler oder mit der Flagge unser Land zu präsentieren, also bei Teilnahmen bei internationalen Wettkämpfen. Sehr schöne Tempoelemente. Hat auch super funktioniert. Ja.
Sieht man auch, würde ich sagen, leicht im Gesichtsausdruck. Ein bisschen Entspannung. Ein bisschen Erleichterung flog da gerade zu uns über die Kamera unserer Fans im Osten, MDR-Crew, die hier vielfältig an den Kameras vertreten sind. Auch sehr schnelle Kombination der Choreografie, muss man sagen. Sehr viele Bewegungen. Man hat hier ganz schön gesehen, teilweise turnen sie das quasi synchron, also komplett auf den Ton zusammen oder als Wasserfallprinzip. Das heißt nacheinander, nehmen dann unterschiedliche Töne. Da zeigt man einfach ein bisschen Variation. Soll noch mehr Attraktivität quasi für die Zuschauer und das Kampfgericht darstellen. Sogenannte Aufbaupyramide mit einem Stütz oben. Auch die funktioniert super. Sehr schöne Fußstreckung, sehr sicherer Abgang. Auch glückliche Gesichter wieder. Das sieht danach aus, als ob sie das wiederholen könnten, ne? Also ich muss sagen, ich würde sagen ja. Man merkt es ja auch, also wirklich das Feedback der Halle, das ist auf jeden Fall da gewesen. Das hat unterhalten auf jeden Fall. Ja, es hat unterhalten, es war überzeugend, es war sicher. Ja. Klar, man freut sich natürlich für alle, die gut durch ihre Übungen kommen und damit reißen. Egal aus welchem Verein. Und jetzt wird es nochmal für euch spannend vom Akrobatikclub Taucher. Genau. Ihr habt nochmal ein Trio am Start mit Maria und Annabelle Glocker und Marie Spitzner. Genau, auch die beiden Annabelle und Maria sind im letzten Jahr gestartet bei der Deutschen Bestenermittlung, damals noch mit einer anderen Partnerin. Das heißt, die haben jetzt die Partnerin, kann man vielleicht später nochmal sehen, die verteilt die Getränke. Die sind nämlich mittlerweile so groß wie die beiden. Und jetzt haben sie quasi eine neue Partnerin. Seit Anfang des Jahres trainieren gemeinsam sehr fleißig. Und wollen jetzt natürlich nochmal bestmöglich ihre Leistung heute abrufen. Maria und Annabelle, gelernte Justizfachangestellte, seit Juli 2023 allerdings selbstständig als Influencerinnen. Genau, genau. Das heißt, sie bringen ja auch euren Verein vielleicht nochmal ein bisschen Publicity und nach vorne. Ich muss sagen, das ist ganz süß bei den Wettkämpfen, weil die natürlich auch viele Fans aus der Sportakrobatik-Szene haben und da auch tatsächlich Autogramme gefordert werden. Also das ist ganz cool. Genau, hier sieht man die Anspannung nochmal vor der Übung. Was wird da jetzt nochmal besprochen? Ist es jetzt einfach nur nochmal Mut zusprechen oder wird da wirklich nochmal irgendwas explizit hingewiesen? Das ist sehr unterschiedlich. Im Grunde geht es schon um Aufbau, ne? Motivierende Worte finden, nochmal durchatmen, konzentrieren. Hier Schulterklopfer von der Schwester von hinten. Hier kommt Beifall, das heißt, die Wertung von dem Trio muss wieder gut sein. Die ist sehr gut mit 24-1. Damit führen sie als Endnote, genau. Also zumindest steht da eine grüne 1. Wir müssen uns hier ein bisschen um die Ecke biegen, um das lesen zu können. Genau. Und jetzt also Annabelle und Maria Glocker und Marie Spitzner. Genau, das Trio kombiniert zum Beispiel eine sehr ernste Musik mit sehr lustiger, unterhaltsamer Musik. Das werden wir dann noch sehen. Ich bin auch gespannt, wie der Switch dann natürlich der Mimik funktioniert. Aktuell sehen wir eben diese ernsten, finsteren, in Anführungsstrichen, Minen, passend eben zu der Musik. Genau, hier sieht man vielleicht auch die Statur der beiden, sehr durchtrainiert als Fitness-Influencer. Doppelhandstand mit Stütz von Marie. Krokodil, kleine Unsicherheit, hat es gut gerettet wieder. Die Gruppe turnt ja auch erst seit 2023 Beginn zusammen. Genau. Das heißt also, die Findungsphase dieses Trios ist ja noch gar nicht so lang. Hier sieht man jetzt fröhliche Gesichter, Musikwechsel. Genau, die sind natürlich immer noch im Aufbau der Leistung. Haben schön stabil gefangen. Bei der Sachsenmeisterschaft den ersten Platz geholt. Ja. Genau, jetzt Spagat. Sehr sympathische
Influencer, wenn ich das so bezeichnen darf. Also sehr bodenständig. Sehr fleißig. Ist ja wahrscheinlich auch ein Job, der unfassbar underrated ist. Ja. Ne? Also wir machen ja auch Ähnliches. Ich meine, wir filmen ja auch und schneiden auch und erstellen auch Beiträge. Und wenn man das selbst produziert, weiß man, was für Arbeit auch dahinter genau. steckt. Die beiden haben auch einen Podcast. Also die sind da wirklich sehr, haben auch eine Trainerlizenz, unterstützen uns im Training auch als Trainer. Hier zum Beispiel so eine choreografische Variation. Und dann ist die Übung vorbei. Zufrieden? Ich glaube schon. Ich finde, Marie wirkt ein bisschen angespannt. Ich denke, das wird das Krokodil gewesen sein, worüber sie sich etwas ärgert. Was für ein toller Abschluss. Ich würde sagen, nochmal einen Riesenbeifall. Die letzte Damengruppe für alle Gesamtleistungen. Genau, hier gibt es nochmal Umarmungen vom Team, das davor geturnt hat. Man beglückwünscht sich gegenseitig. Tolles Publikum. Tolles Publikum auf jeden Fall. Tolle Leistung heute, die wir auf der Matte gesehen haben. Gott sei Dank keine schweren Stürze, keine Verletzungen in unserer Übertragung. Das ist natürlich auch für euch immer als Ausrichter wichtig, dass da alle gesund und vor allem auch munter und glücklich von der Matte gehen. Genau, also das ist uns natürlich immer sehr wichtig, dass wir verletzungsfrei durch den Wettkampf kommen. Und diese Stunde 10, die verging jetzt auch wirklich wie im Fluge, ne? Das also das ist durch eben diese unterhaltenden Elemente, die hier gebracht werden, durch die Artistik, aber auch durch die technischen Herausforderungen, die absolviert werden auf der Matte. Das ist ja wunderbar und man fühlt sich gut unterhalten. Ja, das freut mich. Also man muss natürlich sagen, durch die zwei Kampfgerichte kann man den Wettkampf wirklich viel, viel schneller durchführen. Das erleichtert einiges. Und ich denke, wir haben tolle Leistungen gesehen. Auf jeden Fall. Jetzt können wir noch mal auf die Tafel schauen. Was erkennst du daraus? Erkennst du irgendwas daraus? Gleich wird noch der Endstand eingeblendet. Wir sehen was noch mal auf unserem Computer. Genau. Genau. Also es gibt jetzt im Grunde einen Zeitfehler vom Schwierigkeitskampfrichter. Das ist der DJ, der Difficulty Judge. Und der bestraft sozusagen jetzt die kleine Unsicherheit beim Krokodil. Mhm. Wie gesagt, trotzdem gut gerettet. Das macht die Nervosität, muss man am Ende einfach sagen, die da mit reinspielt. Es ist doch auch ein gewisser Druck einfach dabei, zu wissen, es ist jetzt im Finale nochmal alles gefordert. Super, und hier sehen wir nochmal die Highlights. Genau. Des heutigen Tages hier in Taucher bei der deutschen Bestenermittlung in der Sportakrobatik, was wir mit Fans im Osten, zumindest den krönenden Abschluss, live übertragen haben. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du an meiner Seite warst, Julia. Es hat wirklich mir nochmal ein bisschen auch die Augen geöffnet für diese Sportart. Wir sind ja auch nicht allzu häufig natürlich in der Sportakrobatik unterwegs, aber freuen uns immer sehr, wenn wir eben auch mal diese Sportarten kennenlernen. Und danke für die Einladung, kann sehr ich an dieser gerne. Stelle nur sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch ein paar Zuschauer vielleicht ein bisschen was kennenlernen konnten. Vielleicht auch ein bisschen besser den Sport verstehen. Mhm. Ja. Definitiv. Also wir hatten auf jeden Fall viel, viel Freude. Und ich sage herzlichen Dank, dass wir hier in Taucher dabei sein durften. Dankeschön. Und auch an dich. Das alles miterleben konnten. Ja. Und wann immer ihr wollt, ist der Livestream natürlich nachzusehen bei mdr.de. Dankeschön. Dankeschön. Und damit tschüss aus Taucher.